Ja, hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von WW Exhibition 100 Folgen. Und da möchte ich erstmal mal sagen, vielen Dank dafür, dass ihr sehr viele Vorschläge mir immer gibt und dass ich dann ein bisschen aussuchen kann, welche Vorschläge ich nehmen werde. Vielen, vielen Dank für die Kommentare und so weiter, weil ich ja das Let's Play ja so ziemlich von euch lebt. Und ja, sehr cool, vielen Dank. Und ja, natürlich ist es nicht die letzte Folge, keine Angst, es wird natürlich noch weitergehen. Ich kann so viel sagen, es wird bis Oktober weitergehen mit Exhibition und ja, vielen Dank und macht weiterhin Vorschläge. Und ja, in 3 Monaten kommt der WWE 2K16. Ich habe in der letzten Folge gefragt, ob ihr eventuell so ein Format sehen wollt, wo ich eine Serie starte, und zwar WWE 2K16 Wrestling-Profile und so weiter. Und ich habe gefragt und es hatten einige zugestimmt und gesagt, ja, mach das bitte, würde mich freuen, kannst du gerne machen und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, okay. Werde ich machen WWE 2K16. Ob es von Anfang an kommt oder ein bisschen später, das weiß ich noch nicht, weil es darauf ankommt, was ich da alles spielen werde, was da überhaupt für Mods kommen und so weiter, also was für Modus, ob Showcase, meine Karriere und so weiter. Also will ich ein bisschen abwarten, weil ich will jetzt nicht so 6 Projekte auf einmal machen, dann macht es ja auch keinen Sinn. Mit Exhibition werde ich auf jeden Fall ein bisschen warten, das kann ich auch so viel schon mal sagen, aber bei Profilen werde ich mal erstmal ein bisschen abwarten. Ich fange jetzt schon ein bisschen an, Domi Wrestler ein bisschen aufzuschreiben, weil wenn es wirklich 120 Wrestler ist, 120 Wrestler auf einmal, kann man nach und nach machen, werde ich schon ein bisschen anfangen, mich ein bisschen vorzubereiten und so weiter. Und ja, freut euch darauf, es wird auf jeden Fall kommen, Wrestling-Profile. Deshalb würde ich auch sagen, dass ich jetzt ab sofort in WWE 2K15 keine Wrestling-Profile mehr machen werde. Auch egal, ob es neuere sind oder nicht. Also werde ich jetzt keine mehr machen, ich will es mir für 2K16 aufsparen. AWD war jetzt quasi das Letzte. Jetzt kommen nur noch Themen und so weiter. Oder wenn für mich bestimmte Themen. Also, falls ihr versteht, ja, auf jeden Fall sehr cool die Resonanz dazu und wird auf jeden Fall kommen. Ich bin mal gespannt, was da weiterhin so wie 2K16 kommt. Gut, jetzt zur 100. Folge. Da habe ich mir so ein kleines Special-Thema ausgesucht, kann man sagen. Ist ja kein krasses Special, das habe ich halt auch nicht so angekündigt. So ein kleines Special, was passen könnte. Und zwar ist WrestleMania 32 nächstes Jahr. Und da hat der Jackbox Chris vor einiger Zeit geschrieben, ihr seht es wahrscheinlich vor 7 Stunden, weil ich ein bisschen früher abgescreent habe, ich dachte, das kann ich für die 100. Folge verwenden und ja, mache ich es mal. Und zwar hat der Jackbox Chris geschrieben, wenn es ein echter Name ist, cool. könntest du mal deine WrestleMania 32 Dreamcard vorstellen? Ja, das mache ich aber nicht, also jetzt so krass Dreamcard, weil sonst kommen krasse Matches bei mir und das will ich nicht. Ich will schon ein bisschen realistisch machen mit so einer aktuellen Card und so weiter. Für WrestleMania 32 ein bisschen dazu was erzählen und ja, würde ich mal sagen, fangen wir an. Der Main Event wird B-Pointe gegen den WWE Champion sein und ich werde den Titel gewinnen und für immer behalten. Nee, Spaß, war ein Scherz. Wäre schon geil, so B-Pointe im Wrestling-Ring. Naja, ich würde abkacken wie sonst was, das ist klar. So, B-Pointe gegen wen machen wir überhaupt? Gegen ihn? Gegen mein Favorite? Das ist die Frage. Ja gut, komm, machen wir einfach gegen den Undertaker, aber nicht bei der Survivor Series, wo er debütiert ist am 22. November 1990. Ja, das Debüt weiß ich sogar noch, weil, ja, Undertaker-Fan und alles, da startet man. Und zwar habe ich eine realistische WrestleMania 32 Card aufgeschrieben. Ich habe mir lange Gedanken gemacht dazu, was ich so machen will. Ich habe auch manchmal überlegt, den muss ich in die Card bringen, manches nicht und so weiter. Ich kann so viel sagen, ich habe keinen John Cena drin, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was für John Cena eine coole Match-Card oder Dream-Card sein könnte. Da habe ich mir einfach ihn rausgelassen. Hätte die Streak nicht gebrochen, hätte ich mich vielleicht mal gewünscht, John Cena gegen Undertaker in einem I Quit Match und so weiter, das wäre auch cool gewesen, aber jetzt mittlerweile braucht man es überhaupt nicht, das war vor ein paar Jahren mal ein Dream Match von mir. So, fangen wir an mit der Pre-Show, beziehungsweise mit dem Kick-Off. Und zwar habe ich da ein NXT-Titel-Match. Das Problem bei diesem Match ist, dass ich nicht weiß, wer noch bei NXT ist. Gehen wir davon aus, würde ich mal sagen, wäre ein NXT-Titel-Match Hideo Itami, weil ich denke, wenn er 6 bis 8 Monate ausfällt und sich irgendwann den Titel holt, wird er wahrscheinlich der Champ. Gegen UHA Nation, der ja anscheinend angekündigt wurde, ich weiß nicht, wie der Ringname wird, aber sagen wir jetzt UHA Nation. Gegen Axel Tischer, unseren Deutschen. Ja, er war leider, also soweit ich es wusste, war der X-Man, würde ich mal sagen, oder Axel Tischer.
Bei NXT hatte er schon ein Match gegen Samoa Joe gehabt, aber das Match wurde leider nicht in den TV-Shows gezeigt. Ich habe es nur gewusst, dass er da ein Match hatte, aber leider, naja. Kann man nichts machen, war halt nur ein Dark Match. Ja, das wäre cool. Und da habe ich mich echt entschieden, aber war es mir viel zu viele Matches, habe ich das Tag-Team-Match leider noch in die Kickoff-Show gebracht. Aber zum Ende kann man es gut bringen, weil man kann die Crowd noch so ein bisschen anheizen. Das wäre ganz cool. Und zwar Lucha Dragons gegen Enzo und Cass gegen die Usos. Das wäre wahrscheinlich ein richtig cooles Match. Allein schon, wenn Enzo und Cass kommen und dann die Crowd nochmal anheizen mit My name is Enzo Amore und so weiter. And I'm spelling out fire. S-A-W-F-T. Swap. How you doing? So. Ja, gut. Dann habe ich als Opener. Muss ich mal ganz kurz gucken. US Title Match. Sami Zayn gegen Dolph Ziggler. Ein Match für zwei Superseller. Wäre ein geiles Match. Ja. Was ich sehr, sehr cool finde und. Ja. Ich kann mir so vorstellen, Kevin Owens gewinnt den US-Title, später kommt Sami Zayn zurück, holt sich den US-Title von Sami Zayn und dann hat Dolph Ziggler auch eine Chance und so weiter. Und dann haben die quasi ein Match um diesen Titel. Und ich squash den Undertaker mal weg. Ich hoffe, das macht kein anderer mehr. Wurde der Undertaker mal so in der Art mal gesquashed? Ich glaube nicht. Und jetzt hat er mich gepowerbombt. Aber ich bin smart. Und zeigt einen German Suplex. Aber er hat ja nicht so eine krasse Suplex-City gekriegt, die er. Gute Undertaker, oder? Das Match will ich mir nicht anschauen. Bei WrestleMania 30 ist es so schrecklich. Gut. Dann habe ich Bray Wyatt gegen Luke Harper. Da habe ich hin und her überlegt. Weil. Ja, ich wollte Bray Wyatt auch auf die Karte haben, weil ich mag Bray Wyatt und der muss mal einen Sieg kriegen. Und ich hatte eigentlich so die Idee gehabt, Bray Wyatt gegen Finn Balor, also Demon versus The Either of Worlds und so weiter. Das wäre echt ein geiles Match gewesen, aber da hätte ich mir eher Finn Balor gewünscht, weil er es am meisten, am besten braucht, auch hoch. Und ich dachte mal so, Wyatt brauche ich auch mal einen Sieg bei WrestleMania. Dachte, ja komm, gegen Luke Harper ein bisschen den Wyatt Family Payoff. Eric Rowan will ich nicht so gern sehen, weil das Match, naja. Wenn er dazu kommt, okay, aber ich würde mir Bray Wyatt gegen Luke Harper wünschen, das wäre ganz cool. Dann habe ich IC Title Match Neville gegen Cesaro. Wäre ein geiles Match, also Neville holt sich den Titel und dann ein Match gegen Cesaro. Sieger wäre mir an sich da egal. Kann ich mal sagen, also wenn Neville gewinnt, kein Problem. Wenn Cesaro gewinnt, auch cool, würde ich auch gönnen. Ja, und wer da Champ ist, auch. Würde ich sagen, Neville, und dann holst du es auch vielleicht natürlich weiter. Wenn man ihn auch pushen will, kann man ja mal machen. Dann habe ich Divas Title Match. Paige gegen Charlotte gegen Sasha Banks. Das wäre ein geiles Diven Match, beziehungsweise Women's Match. Halt mal so. Die drei NXT-Leute, beziehungsweise in dem Zeit werden die dann ehemalige NXT-Stars sein. Beziehungsweise Paige ist ja schon ehemalige. Aber Charlotte ja auch bald und Sasha Banks auch. Und das sind ja drei richtig gute Wrestler. Paige ist einfach super. Sasha Banks, wie die sich entwickelt hat. Am Anfang war die nicht gut und jetzt ist sie richtig stark. Richtig gutes Gesamtpaket, muss man sagen. Und Charlotte ist einfach eine super Wrestlerin. Und ein Triple Threat Match. 15 Minuten oder 20 Minuten. Wären genial. Wären echt genial. Und dann habe ich das nächste Match und zwar Finn Balor gegen Orton. The Viper versus The Demon. Das wäre ein geiles Match und da gewinnt meiner Meinung nach Finn Balor. Ja, wäre ein cooles Match. Finn Balor gegen Randy Orton, The Viper gegen The Demon. So, und dann kommt natürlich Finn Balor mit seinem Faceband. Oh, ich freue mich so, wenn Finn Balor mit seinem Faceband kommt. Muss ich ehrlich zugeben, also ich freue mich übelst, wenn der mit seinem Facepaint kommt.
bist also nicht Facepaint, sondern Bodypaint. Facepaint hat ja noch Sting. Bodypaint. Es ist so geil, wenn er das macht. Und allein der Entrance. Ihr müsst euch mal die Entrance von Finn Balor angucken. Die sind so geil. Ja. Wäre nice. So. Das nächste Match wäre meiner Meinung nach das drittletzte Match. Oder? Ja, doch. Das drittletzte Match. Und zwar... Ach so, ja, beim US-Title-Match zwischen Zayn und Ziggler muss oder soll meiner Meinung nach Sami Zayn gewinnen. Ja, wollte ich mal sagen. Ja. Oder ich möchte es. Wenn Ziggler gewinnt, würde ich auch akzeptieren. Gut, dann das drittletzte Match wäre, ich denke mal, da würden viele mir zustimmen, dass dieses Match auch sehen würden bei WrestleMania. Beziehungsweise meiner Meinung nach, wenn dieses Match kommen sollte, dann bei WrestleMania, weil das dann richtig geil wäre. Und zwar Kevin Owens gegen Brock Lesnar. Ja, steht auch immer noch ein Suplex auf. Dann kriegst du halt einen German Suplex. Suplex City. Oh, der arme Taker. Er steht da noch auf, ey. Was ist das für ein Monster, ey? Halt der Taker. So, hab's jetzt liegen. Gut. Boah, das sah richtig gebotcht aus. So, dann haben wir... Ja, genau. Kevin Owens gegen Brock Lesnar. Wie geil wäre das? Einfach Kevin Owens gegen das Beast Brock Lesnar. Das Match würde ich so gerne sehen. Und ich freue mich auch, wenn das Match kommen würde bei WrestleMania 32. Wäre auf jeden Fall ein geiles Match. 20 Minuten. Wäre hammergeil. So, dann haben wir das WWE World Heavyweight Championship Match zwischen Seth Rollins, Roman Reigns und Dean Ambrose, der Shield Payoff. Ja, der Shield Payoff meiner Meinung nach, wenn dann nur bei WrestleMania und wenn dann auch nur um den WWE World Heavyweight Title. Den Titel müsste entweder meiner Meinung nach Roman Reigns oder Seth Rollins halten. Ich würde mir Seth Rollins wünschen, Roman Reigns wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er da World Champion wird. Und Dean Ambrose muss den Royal Rumble gewinnen. Und ja, dann haben sich wahrscheinlich Seth Rollins und ja, Roman Reigns halt ein Match und so weiter. Auch wenn mich viele dafür hassen würden, was auch Sinn gemacht hätte, was auch gepasst hätte zur Story, wenn, okay, natürlich Sheamus als Money in the Bank Kaufverträge wäre cool, ist cool und so weiter, akzeptiere ich. Aber was cool gut gewesen wäre, wenn Roman Reigns den Titel gewonnen hätte, was ich auch nicht so gerne wollte, aber wenn man es so eingesetzt hätte, ist okay. Wenn Seth Rollins quasi sein Match hat und so weiter und dann hat er keinen Challenge, sagt es Dean Ambrose und dann sagt Roman Reigns, Moment, ich will auch mein Match haben, ich cashe meinen Titel bei WrestleMania ein und so weiter und so fort. Das wäre auch cool gewesen. Und ja. Oh, Undertaker sagt mal einen Chokeslam. Krass. Und Kickout. Kickout City, bitch. Come on, Taker. So. Ich war ein bisschen laut. Das wäre mein Shield Payoff und dann soll das Match meiner Meinung nach Dean Ambrose gewinnen. Und dann gewinnt er sein WWE World Heavyweight Title, weil das hat der Typ einfach verdient. Dean Ambrose als WWE World Heavyweight Champion. Verlässt er halt WrestleMania und so weiter. Dann hat man den Shield Payoff. Man baut es richtig geil auf und das Match wird wahrscheinlich auch richtig geil werden, meiner Meinung nach. Zwar nicht von Roman Reigns Seite, aber ich denke mal, Dean Ambrose und Seth Rollins werden es reißen. Roman Reigns wird gut mitziehen, weil Roman Reigns finde ich nicht als guten Wrestler und Roman Reigns hätte ich eigentlich nicht gerne aufgestellt bei WrestleMania, aber zum Shield Payoff passt er einfach. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Finisher habe ich den Undertaker eigentlich schon verpasst. Naja, ich pin ihn mal, komm. Das reicht. So. Gut, dann können wir mal zum Main Event sprechen. Die mich ein bisschen besser kennen oder die mich länger kennen, wissen, was mein Main Event für WrestleMania 32 ist. Was ich mir wünschen würde, das ist der Main Event. Ist Undertaker gegen Sting, The Final Challenge. Das wäre mein Main Event, Undertaker gegen Sting.
und das als Undertakers Final Challenge. Ja, man baut es einfach auf, dass dann irgendwann der Undertaker returnt, Sting returnt. Man baut dieses Match auf und sagen, ach, das wollen doch alle sehen. Komm, Taker. Oder sagt der Undertaker, I done it all. Ich habe alles geschafft im Wrestling. Weil ich glaube es nicht, dass man es aufbauen wird, dass man attackieren wird, dass er bei der Survivor Series. Oder was man eventuell aufbauen könnte, dass man zum Beispiel bei der Survivor Series returnt, das Ding. Was zu sagen hat, da kommt der Undertaker. Oder. Warte mal, ich überlege kurz. Dass vielleicht eventuell irgendwie eine Promo gehalten wird, dann sagt der Sting und so weiter und dann sagt der Undertaker will sagen, ja okay, ich habe alles erreicht, super, dankeschön. Dann kommt Sting und sagt dann, wir haben alles geschafft, aber eine Sache haben wir noch nicht getan. Wir haben noch nie ein Match gegeneinander. Und das will die Welt sehen. Und was sagst du dazu? Undertaker, you and me at WrestleMania. Und dann bauen die so weiter auf, dann kommen Videoclips, dann kommen Hype rein und so weiter. Und das Match muss man hypen und so weiter. Und ich will dieses Match sehen. Bei WrestleMania 32. Und was könnte es für einen besseren Abschied für den Undertaker sein? Im Main Event vor 100, wahrscheinlich 100.000 Leuten im Main Event sich zu verabschieden. In Texas, in seiner Heimat. Staat, kann man sagen. Wäre einfach perfekt. Das hätte er sich verdient, der Undertaker, meiner Meinung nach. Er hat 25 Jahre, fast 25 Jahre, also mehr als 25 Jahre, wenn er da fertig ist. Am 22. November 1990 debütiert bei WrestleMania 32, tritt er ab, vor so einer großen Kulisse, ein super Abschied, kommt dann bei Raw raus, legt seinen Hut ab, wird dann verabschiedet und so weiter. Es wäre einfach hammergeil. Es wäre einfach hammergeil, das hat er sich verdient und das wäre einfach ein geiler Main Event meiner Meinung nach. Und ja, das wäre eigentlich so meine WrestleMania 32 Dreamcard im realistischen Sinne, kann man so viel sagen. Das Video ging auch ein bisschen länger, ist auch ein kleines Special-Video, würde ich mal sagen. Und ja, vielen Dank an Jackpot Chris für diesen Vorschlag, das hat perfekt gepasst zur 100. Folge meiner Meinung nach. Ihr könnt gerne eure WrestleMania Dreamcard gerne in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, was ihr so für eine Dreamcard habt, ob ihr so ein paar ähnliche habt. Oder ob ihr ganz andere habt oder könnt ihr auch schon was ihr von meiner haltet, gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, dann sehen wir uns dann halt in der nächsten Exhibition-Folge wieder. Haut rein, bis dann Leute und ciao.